Hallo und herzlich willkommen auf Renés Backwelt. Heute habe ich etwas für Leckermäulchen, und zwar einen Milchkuchen, der so mega saftig ist, da er mit einem leckeren Milchguss getränkt wird. So, dann geht es jetzt direkt zu der Zubereitung und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Für den Kuchenteig nehme ich 300 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 5 Eier und 120 Gramm weiche Butter. Die Butter verrühre ich zuerst mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker. Und nachdem eine cremige Buttermasse entstanden ist, gebe ich die Eier nach und nach bei. Das Mehl vermische ich zuerst mit dem Backpulver und rühre es anschließend gut unter die Masse. So, der Teig ist auch schon fertig. Jetzt fülle ich ihn in meine 24er Springform, die ich vorher mit Backpapier ausgelegt und den Rand eingefettet habe, und verstreiche ihn gleichmäßig. Dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die Backzeit ist um. Ich habe den Kuchen schon vollständig auskühlen lassen, nehme ihn jetzt aus der Springform, um sie mit Frischhaltefolie auszukleiden. Dann lege ich den Kuchen wieder in die Springform und steche ihn anschließend mit einem Holzstäbchen ein. Den Guss bereite ich aus 200 ml Milch, 200 ml Milchmädchen gezuckerte Kondensmilch und 200 ml Kaffeesahne zu. Und hier verrühre ich die drei Zutaten nur miteinander, und zwar so lange, bis sich die gezuckerte Kondensmilch gut aufgelöst hat. Nun tränke ich den Kuchen mit dem Milchguss. Durch die Löcher, die ich vorher mit den Holzstäbchen in den Kuchen gestochen habe, kann der Kuchen den Guss viel besser aufsaugen. Und dann geht es für mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank oder aber über Nacht. Und am besten stellt ihr einen großen Teller oder eine Tortenplatte unter die Springform, falls etwas Guss ausläuft. So, die Kühlzeit ist um. Der Guss ist schön eingezogen. Jetzt entferne ich noch vorsichtig die Springform und lege den Kuchen mit Hilfe meiner Schneidematte auf eine Tortenplatte. Aus 400 ml kalter Sahne, ein Päckchen Vanillezucker und 2 Päckchen Sahnefest bereite ich Schlagsahne zu. Nun verteile ich die steif geschlagene Sahne auf den Milchkuchen. Jetzt bestreue ich den Milchkuchen noch mit Zimt und dann ist er auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. Der Milchkuchen ist wirklich super saftig und lecker, probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Und falls ihr das macht, schickt mir doch gerne eure Nachgemachtbilder auf Instagram, denn dann schaue ich mir auch super gerne eure Fotos an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.